So, Freunde, das neue Call of Duty ist draußen. World War II, auf geht's. Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. So, da haben wir den Vorsprung mal ein bisschen wirken lassen. Leichte Gänsehaut. Ich bin heiß. Heiß wie Krokettenfett. Oh. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du sehr das schön nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Laber nicht. Fang jetzt an hier. Die Leute wollen was sehen. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem... Ich kann Kopf schützen und nicken. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael. Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf, seit Kasserin. Jetzt? Sassmann dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Auch nicht den Schwanz einziehen. Dreimal in 10 Sekunden und den Schwanz einziehen, worum geht's? Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Dreimal in 10 Sekunden schaffe ich nicht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Komm, das verkackt. In meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Mhm. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst bar, verdammt! Aiello hatte Kraft für 2 Männer. Geile Sache. Man gibt Juden nicht die Hand. Jawohl! Und war engstirnig wie 6. Letzte Nacht klingt das aber anders, jawohl. Ah, herrlich, der war gut. Eine echte Trophäe, warte. Ganz kühl und trocken. Na los, Besprechung um 1800. 1800, eieiei, so spät schon, da muss ich aber los. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Klar, du machst das. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Das ist cool. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Nein. Was auch passiert, bleib nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Ja, das machen wir, kein Ding. Wir schaffen das, Daniels. Wir haben Miro Roland, wozu soll er denn sonst was gut sein, ne? Geht's jetzt los? Leg mir schon die Decke über, ich bin heiß für Krokettenfett. Heute
bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Oh, fuck. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Wir schreiben noch nebenbei ein Buch, warum auch nicht? Wir sind auf hoher Suche, wir werden gleich beschossen. Hey! Weißt du was? Jetzt oder nie. Ja, jetzt oder nie, ja. Hey! Ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Ich würde mir schon in die Hosen machen. Aber richtig übel. Und wichtig. Der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil da durch. Ja, klar. Hast du schon mal nach vorne geguckt? Oh, ein bisschen bewegen kann ich wieder. Jederzeit, überall. Okay, ziehen wir in den Krieg. Scheiße. Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Ich wäre jetzt am liebsten auf der anderen Seite, aber ich weiß, dass die verloren haben. Alter, fuck off. Die Grafik ist der Hammer, ne? Also, Grafik ist schon toll. Ja, wollen wir noch eine Zigarette? Wir fahren auf den Strand zu, wir sind gleich da. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt gibt's auch den Sack. Ah, ich kann Comic ziehen. Sehr schön. Das ist so die... Wenn man beschossen wird, hat man immer die... Warte mal. Ausgeguckt, komm einziehen. Kuckuck. 500 Meter! Zack, Headshot! Bei HG hätte ich jetzt schon wieder einen Headshot bekommen. Definitiv! Wir müssen abreißen! Nein, hier führen die Mission durch! Kuckuck! Wir sind abgetrieben! Ich sehe die Landmarken! Wir haben den Lieutenant gehört! Vollgas! Ich guck hier nicht mehr raus. Vergiss es. Alter! Ich hab mir gespart, die Cam anzumachen nebenbei, weil dann sieht jeder, wie ich mich in der Hose scheiße halte. Alle zur Mauer! Komm, Jake, die Bengel zum Stacheldraht. Jetzt! Bereit machen! Es geht los! So. Könnt ich wieder den Kopf einziehen, bitte? Oh, fuck! Das sieht nicht gut aus. Dem fehlt der halbe Kopf. Up into the water. Kopf runter und immer weiterlaufen. Ja, du Scherzkeks. Alles klar. Oh, ich darf mich mal bewegen. Wo ist meine Waffe? Brauche ich nicht. Alle Mann in Deckung. Nächste Animation. Ja, das brauche ich jetzt. Gehen Sie zur Mauer. Alles klar, machen wir. Wir müssen einen Weg zu den Bunkern freiräumen. Ja, sicher. Natürlich. Hast du schon mal darüber geguckt? Daniel, hier für uns die Ausgebildet. Nehmen Sie die Bangalore. Ausbildet? Sterben kann ich mal. Guck dir mal den Kollegen hier an. Der sieht nicht gut aus im Gesicht. Sie schaffen das. Ja, Sir. Oder der schläft und ruht sich aus. Gott! Ja. Oh Gott, ist jetzt gut gesagt. Oh, ich hab meine Waffe in der Hand. Wie schön. Scheiße, ey.
Ah ja, natürlich, hier fliegt alles in die Luft. MG42 Bunker. Hopp einziehen. Und runter mit dem Kopf. Zweimal MG42 hoch auf dem Hügel. 24 Meter freie Schutzwelt. Schmeißen und beten. Alter Vater! Den Gerd aufhört zu schießen. Alle Mann nach vorne. Kopf einziehen. Alter Vater. Falls einer fragt, ich spiele auf normal, ne? Ich glaube, auf Veteran wäre ich jetzt schon tot. Also auf Soldat spiele ich. Daniels! Nutze die Bangalore! Ich gebe Deckung! Du gibst Deckung! Da will ich aber dabei sein! Das willst du jetzt sehen, wie du das MG42 oben ausschaltest. Dem mal ein bisschen entgegenwirkst. Guck mal, der Kollege kann ja nicht, der hat Parkinson. Was hab ich hier für einen Soldaten gekriegt? Na, ganz ehrlich, mit dem soll ich arbeiten, das wird doch nichts. So, keep going. Was soll ich machen? Achso. Kein Ding mach ich. Wuhu! Natürlich, wenn das MG jetzt geschossen hätte, wäre ich tot. So, ab in den Partyraum. Ist er tot? Hi, Freunde! Was haben wir denn hier? PPSH. Oh, MP40. Wir brauchen keine 1911er. Wir brauchen kein Medkit, bin hier Roland. Okay, es geht los. Ja, Freunde. Granate! Wow! So, was haben wir hier? Kurzes Leck. Weiter geht's. Das in der Hand. Oh, eine Karabiner. MP hat keine Munition mehr. Was haben wir sonst noch hier? Alle Waffen ausprobieren, als wir sie haben. Und mir lag da irgendwo so eine PPSH rum, die will ich auch noch haben. Da war eine Grace Gun. Nehmen wir auch mit, kein Problem. K98. Knapp 70 Schuss, können wir arbeiten. Dann auch. Oh. Sehe nicht. Da ist er. So, aufrücken. G42, oben im Turm. Sehen so schlecht da oben. Da ist nichts mehr üblich. Gut ausgeschaltet, sehr schön. Werfe eine Granate! Ja, viel Spaß, Freunde! Ab. Ich bin eine MP40 in der Hand. Daniel,
Schiffen gehen voraus und sichern diese Bunker! Los! Registriere Aktivität! Ah! Renn mir noch ein Schussfeld! Werfe Granate! Rüber da! Oh! Fast einen eigenen Mann abgeknallt! Nur 11 Schuss Munition hier. Was haben wir hier? PPS. Nehmen wir doch. Drecksack! Scheiße, war das knapp. Da, Kiro Roland kommt. Nicht überragend, aber fürs erste Mal läuft es auch ganz gut. MG42. Kann man das mitnehmen? Pickup? Verdammt. Was haben wir hier? Oh, MG42. Ach nee. Oder? Medkit? Achso, das ist das MG. So schön, wir wollen ein bisschen was ausprobieren. So, wo müssen wir lang? Ja, ja, wir arbeiten dran. Ach so. Ich wollte, tut mir leid, das habe ich jetzt gerade nicht erkannt. Ich habe gedacht, er verarztet ihn. Alles klar. Wow, scheiße, die Rauchgranate ist irgendwie nicht dahin gegangen, wo sie hin sollte. Schmeiß eine Granate! Ich würde sagen, hat funktioniert! Ein Heckenschützenparadies hier. Alter, wie verwinkelt ist das hier doch? Ungeschützte Infanterie! Was gibt's hier? Weiter! Alle raus! Bunker gesichert! Irgendwas gibt's da. Ach so. Was haben wir hier? Alter, eine Schrotflinte! Alter, wie krass ist denn das? Alter, jetzt haben wir Spaß. Haben wir hier drin alles erledigt? Hier ist ein Verbandkasten. Wo? Medkit for me? Noch eine Angriffswelle überleben wir nicht! Sonst noch wer? Ha? Noch irgendeine Fragen? Danke! Daniel, Verbandskasten ist bereit! Was ist er denn? Was ist er denn hier in Verbandskasten? Gib mal her, das Ding!
Proximo, mach das Tor auf. Daniel, Alter, der hat einen Flammenwerfer. Ich gehe rein. Alter, ein Flammenwerfer. Hoppa. Ich sehe Feindaktivität. Hallo, na los. Der hat keine Reichweite, ne? Können wir da durchschießen? Kann ich da durchschießen? Oder kann ich durchschießen? Na los, Bewegung! Rücke vor! Den habe ich gegrillt. Ha! For America! So, gibt's da noch irgendwo was Schönes? Was war ein Medkit? Wie krieg ich denn das Medkit? Hab hier einen Verbandkasten! Ja, wie krieg ich das? Munition. Alter, MG42, aber nur 50 Schuss? Leck mich. Granate geworfen! Amerikanische Granate! Na los, mach das! Haltet die Köpfe unten! Oh, so toll ist es nicht. 50 Schuss kann ich nichts anfangen. Hier so eine PPS, Junge. Amerikanische Infanterie! Wow! Du kleiner dreckiger Bastard! Muss er mich so erschrecken? Haben wir das denn alle tot? Krieg ich für die MP40 hier Munition? So richtig? Jetzt Munition für die MP40? Ja! So gefällt mir das. Yeah, baby. Wieder Heroes und General Spieler. Ach, der gehört zu mir, sehr schön. So, kann ich mich kurz heilen? Danke. Verbandkasten Daniels. So, heilen ist alles. Jetzt mit deutschen Waffen ausgerüstet. Wo geht's lang? Hier rein? Die Heilung, na los! Gewehre bereit machen! Ich komme in unsere Richtung! Ich brauche Hilfe! Bewegung, Bewegung! Rück auf wieder mit! Den hab ich doch jetzt abgeknallt, oder? Südosten! Hab ihn erwischt! Der hat gerade einen MP34? Sie kommen aus dem Westen! Die haben irgendwas vor! Alle. Entspannt euch mal, ein bisschen mit Konzentration und ein bisschen mit Taktik hier vorgehen. Was haben wir hier so? Versuchen Sie sich nicht umbringen zu lassen. Bügeleisen, ja, das brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Sonst hier noch irgendwas Schönes, was man mitnehmen kann? Wir sollen immer so eine Teile rumlegen, was man irgendwie. Ich brauche keinen Verbandskasten, mir geht's gut. Ja, gerne losgehen. Auf das Ding. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Okay, Jasmin. Wir halten bis zum letzten Mann. Wir haben es geschafft. Niederhalten.
Waffen nachladen. Granate in den Club. Dann mal los! Leck mich! Sass, Mann! Oh. Steh auf, du Drecksack! Halt gegen, Mensch! Du Schweinehund! Oh, scheiße! Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe Granate in den Club reingeworfen, das hätte er nicht überleben dürfen. Jetzt muss ich nochmal drücken. So. Y? Kann ich nicht irgendwas anderes drücken? Alter, bis ich da rübergegriffen habe mit der Hand, das kann ja dann nichts werden. Die Hauptsache ist das im PvP nicht auch so. Und wieder habe ich es nicht geschafft. Ich krieg ihn nicht tot. Das haben sie ja wirklich extrem schwer gemacht. Ich krieg's nicht hin. Jedes Mal ist es... Also wenn ich jedes Mal überlegen muss, ich muss jetzt gucken, welcher Buchstabe da aufleuchtet und den daneben... Na, das wird ja lustig. Jetzt haben wir's. Eine Leertaste aber zu erreichen. Oh Gott. 12 Uhr! Komm her, Kumpel! Ich kann nicht laufen. Oh, scheiße. So kann er nicht laufen. Schau mich weg von hier. Der wurde im Magen getroffen. Wir bringen dich hier raus. Halte durch. Natürlich bringen wir den jetzt hier raus. Ist er wahnsinnig? Ihr müsst zum Verwundeten. Ja, natürlich. Weißt du, das sind 46 Meter. Das ist, ne? Das ist so nicht... Nicht mal ein Sonntagsspaziergang hier durch die feindlichen Linien. Oh, die One-Shot 1911er, Junge, die zieht wieder. Beweg dich mal ein bisschen. Wir müssen in Deckung! Alter Scheiße, kann ich auch eine Granate werfen oder sowas? Sonst noch wer? Danke. Wir sind sicher! Komm schon! Wir sind sicher, das wäre jetzt ein Scherzkeks. Halte durch! Da unten ist Party. Den Kopf unten halten! Scheiße, ich sehe nichts. Lass uns sie erwischen! Da kommt noch mehr! Na? Vorsicht! Sehr schön! Weiter! Wenn die so lächerlich ist, die 1911er, dann nehme ich die im Spiel, Junge, im PvP nachher. Ich hab dich! Scheiße! Scheiße! Oh, wow, wow, wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das ist mir klar. Das ist schön, dass ich das kann. Vorsicht! Aber... Weiter! Für so eine Überraschungsevents... Sorry, First Game. Ist mein First Game heute. Ich hab dich! So, jetzt kommt die Granate. Hier kommen wir. It's a long, long way. Also Freund und Feind sind immer schwer auseinanderzuhalten hier, ganz ehrlich. Manchmal, ne? Unten bleiben!
Ich verblute! Du musst es zudrücken! Sing fast da! Ich brauch keinen Versandkasten. Kommen Sie rauf! Los, los! Ja, ja, jetzt beweg dich mal ein bisschen! Die kommen da hinten! Danke. Scheiße. Okay, bleib bei mir! Sanitäter! Kann ich jetzt nicht mal... Danke. Ich hab schon gedacht, ich muss gleich nochmal schießen. Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Ich, kann ich dein Mädchen nochmal sehen? Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Der ist tot. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPF-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Oh, hey, doch, Witze! Wir kommen wieder zurück! Kontrollieren Sie die Munition und Granaten! Wir haben ihn gehört! Wo gibt's die Granaten? Bewegung! Mehr Munition, Daniels! 5 drücken, Munition anzufordern. Von wem? Ah! Ich brauche Munition, Sir! Hier, Daniels! Wir müssen die Kanone ausschalten! Aber ich bezweifle, dass er K98 dabei hat! Oh, MP40, Junge! Was liegt da hinten? Wenn ich da drauf schieße, passiert dann was? Nein, da passiert nichts. Gut. Bereit für den Angriff, sobald wir das Farmhaus erreichen. Bewegung! Taktische Granate! Auch Granate! Auf den Gehschicht! Rüber, 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 rüber. Komm, trau dich! Worte ist nicht so prickelnd. Hängen, Junge. Rauchgranate geworfen! Ich jetzt nicht viel machen. Granate! Das geht gezogen? Deutsche nähern sich! Sie dürfen die Kanone nicht wieder einnehmen! Position halten! Keiner kommt durch! Angriff! Da kommen sie! Feuer eröffnen! Jemand muss sich um das MG kümmern! Ich arbeite dran! Sag mal, MMG. Hier ist Munition, Private! Hey, ihr Süßen! Beschossen. Boah, alter Vater, werden wir jetzt hier auseinandergenommen. Das können wir nicht lange halten, wenn das so viele bleiben. Ich brauche keine Munition, ich mach das hier alleine.
sie die Schafe. Jetzt jagen wir den ganzen Haufen hier mal zur Hölle. Komm ich hier nicht rüber? Was wäre noch einen übrig? Die Kanone zerstört. Verstanden. Alles klar, ich arbeite dran. Sehr schön. Explosion! Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da! Gute Arbeit, Daniels. Okay, Männer, folgt mir zum Sammelpunkt. Los geht's! Pearson, ich brauche einen Bericht über die Verluste. So, ich würde sagen, wir haben es, ne? Aber wir haben den Strand eingenommen. Was ist das jetzt? Ich glaube. Daniels. Ach. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Ja, wir haben's. Sie haben ihn zusammengefleckt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Das sagt er jetzt. Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Rückenkopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Jo. Danke, Sir. Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber eins ist sicher. Er war heute nicht mit uns am Strand. Hammerhart. Definitiv. Das war zumindest schon mal der erste Teil. Und der zweite folgt zugleich.